liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jede Frucht, jedes Gemüse hat seine Saison. Eine Ausnahme macht Banane. Sie hat nämlich immer Saison und ist zu jeder Jahreszeit in den Coop-Läden erhältlich. Warum das so ist, woher die vitaminreiche Frucht kommt und was es alles braucht, bis sie sich ins Einkaufswägel legen können, zeigen wir Ihnen in der heutigen Sendung. Natürlich wird Armin Amrain ein köstliches Bananenrezept vorstellen. Guten Abend miteinander. Und ich darf eine ganz erfolgreiche Sportlerin im Studio begrüßen. Willkommen, Gianna Hablitzl-Kürzi. Frau Hablitzl-Bürki, wenn man wie Sie zwei Medaillen an der Olympiade gewonnen hat, dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel zu erreichen. Haben Sie noch Ziel? Das habe ich schon noch, doch. Und zwar das nächste grosse Ziel wird sein, im Herbst an der Weltmeisterschaft in Nîmes eine Einzelmedaille zu holen. Und zwar die Medaille, die mir jetzt eigentlich in der Sammlung noch fehlt. Andererseits ein Fanziel 2004 Athen. Probiere ganz oben auf dem Podest zu stehen. Also da wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Von Athen jetzt in die Heimat von der Dolbananen nach Costa Rica in Zentralamerika. Ein erster Eindruck von der riesigen Plantage gibt am besten den Blick aus dem Flugzeug. Und so sieht es aus, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aus den Ablegern, die nach dem Abschneiden wachsen, entwickelt sich während der nächsten Monate neue 6 bis 10 Meter hohe Bananenstuden. Tausende von Pflanzen müssen während dem Wachstum und der Blütezeit jeden Tag beobachtet, umsorgt und gepflegt werden, bevor man Bananenbüschel ernten kann. Ein Kilo Dolbananen kostet diese Woche übrigens 2,30 €. Und jetzt zu unserer Wettbewerbsfrage für die Zuschauer im Studio. Frau Hablitzl-Bürki, bitte. Wie schwer ist so ein Bananenbüschel? Ist der 20 bis 30 Kilogramm, 30 bis 40 Kilogramm oder 40 bis 50 Kilogramm schwer? Frau Hablitzl-Bürki, ich denke, als Sportlerin legen Sie viel Wert auf die Ernährung. Gehört Banane zu Ihrem Training? Nicht zum Training, aber Bananen begleitet mich immer an einem Wettkampf. Wir möchten Sie in dieser Sendung zu etwas Süßem mit Bananen verführen. Der Armin ist bereits am Vorbereiten in der Küche. Wir machen miteinander Bananencake mit Kokos, weichen Anken mit Zucker, Vanillezucker und den Eier schaumig rühren. Gute, reife Bananen mit wenig Zucker verdrücken und zur Masse geben. So. Mehl mit Backpulver und Salz gut vermischen, ebenfalls zur Masse geben und alles gut mischen. Nach dem Ernten werden Bananen übrigens gebadet. Nicht um sie zu waschen, sondern um sie vom Latex zu befreien, der beim Schneiden ausläuft. Nur die beste und schönste Ware wird aussortiert und die speziellen Kartons für die Selbstbedienung bei Coop auf die schneeweißen Dol-Bananen-Kühlschiffe verladen. Wie die empfindlichen Früchte aus Zentralamerika rund ums Jahr in die Schweiz kommen und bis in den Laden gepflegt werden, zeigen wir Ihnen in einer der nächsten Sendungen. Und jetzt geht's weiter mit unserem Cake. Frische Kokosnuss, fein raffeln und zur Masse geben. Getrocknete Bananen fein schneiden, leicht im Mehl wenden, damit sie nicht absinken, und auch das alles nochmal gut mischen. Jetzt eine Keksform mit Backpapier auslegen, Masse dazugeben und glatt streichen. Dann den Cake in der Mitte vom vorgeheizten Ofen ungefähr 50 bis 60 Minuten backen. Sollte das Gebäck zu dunkel werden, dann Sie es einfach mit Alufolien abdecken. Und das Rezept finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Wir kommen jetzt zur Auflösung von unserem Wettbewerb. Ein Bananenbüschel von Dol ist im Schnitt 30 bis 40 Kilo schwer. Also hat die grüne Karte gewonnen. Richtig getippt hat und mit dem Nachtessen auf dem Bürgerstock im Restaurant Le Club gewonnen hat der Herr Bajani Hafner. Ich danke Ihnen allen herzlich fürs Mitmachen und ganz besonders natürlich Ihnen, Frau Gianna Hablitzl-Bürki, mit einem herzlichen Dankeschön von der Coop Blumenabteilung. Dankeschön. Alles Gute. So viel für heute aus dem Coop Studio. In einer Woche machen wir zusammen einen Abstecher in einen speziellen Felsenkeller. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.